So, live von der Sonntagsstrecke des Trailway 2019 und zwar vom letzten Anstieg. Bisschen unpassend angezogen, bisschen overdressed mit der Regenjacke, aber da kann ich wenigstens sagen, ich schwitze, weil ich falsch angezogen bin, nicht weil ich aus der Puste bin. Ja, uns erreichen immer wieder Fragen, was man braucht, um bei uns mitlaufen zu können, was man machen muss. Ganz einfach anmelden. Und das war's auch schon. Nur anmelden. Ihr braucht Bock und gute Laune. Und dann kommt ihr vorbei und lauft mit. Wer natürlich sagt, der will in die Wertung, will vielleicht sogar gewinnen oder sich mit den anderen Leuten messen, der oder die braucht dann einen Strava-Account. Der ist kostenlos. Kann sich jeder erstellen. Strava. Soziales Netzwerk für Läufer, ja, den braucht's. Und dann natürlich irgendein Gerät, das diesen Strava-Account füttert, bedeutet eine GPS-Uhr, Garmin, Sunto, Polar, Coros, Apple, Samsung, keine Ahnung. Oder wer sowas nicht hat, kann auch das Handy nehmen und mit der Strava-Handy-App aufzeichnen. Also irgendein Gerät, das euren Lauf aufzeichnet und dann diesen Lauf zu Strava transferiert. Und schon seid ihr in der Wertung. Und dann kann im Prinzip jeder oder jede gewinnen. Der Trail Rate ist ja ein Segmentrennen. Bedeutet, es ist schön, wenn einer zuallererst durchs Ziel läuft, aber heißt nicht, dass er auch was gewinnt. Weil wir werten nur 3 Segmente, also 3 Teilabschnitte der gesamten Strecke. Ein Bergaufstück, ein Bergabstück und ein flaches Stück. Und dafür brauchen wir eben Strava und die Aufzeichnung. Bedeutet, am Abend kommen wir alle zusammen, wählen uns auf Strava ein, auf einer großen Leinwand und sagen, pass auf Strava, wir wollen wissen, wer auf diesem Segment heute der schnellste war. Und dann erstellt uns Strava eine Leaderboard, eine Rangliste und sagt, heute war im Bergaufsegment der Thomas der schnellste. Und dann bekommt der Thomas einen Preis. Dann schauen wir bei den Mädels, wer war da die schnellste. Dann war im Bergaufsegment bei den Mädels die Susi die schnellste. Und dann bekommt die Susi einen Preis. So. Bergauf fertig, dann schauen wir ins Bergabsegment. Da wird Strava sagen, boah, der Thomas war so geil drauf, der hat auch das Bergabsegment gewonnen. Dann sagen wir, Thomas, schöne Geschichte, guter Mann, aber du hast schon einen Preis und jeder nur einen Preis. Deswegen, danke Thomas, wer ist Zweiter? Und dann ist der Seppi der Zweite, gell? Und dann kriegt der Seppi den Preis. Und bei den Mädels genauso, wenn die Susi die schnellste war. Sorry Susi, aber dann geht der zweite Preis eben an jemand anderen. Ganz einfach. Und so kommt jeder, auch wenn er nicht gerade mega schnell ist, vielleicht in den Genuss von dem Preis. Und wir sagen noch, dass wir Servus Leute auf dem Trail, dass wir die schnellste Durchschnittszeit werten. Das heißt, wir gucken auf allen 3 Segmenten, wo wurden die meisten Leute gewertet. Und das Segment, wo die meisten Leute gewertet wurden, weil eben da die Aufzeichnung am besten war, nehmen wir uns raus, nehmen die schnellste und die langsamste Zeit, bilden den Durchschnitt, also den Mittelwert, und schauen dann, wer ist am nächsten an dem Mittelwert dran. Und der oder die, gibt es dann eben nur einen, gewinnt auch was, bekommt auch einen Preis. Und so haben also auch die, die jetzt nicht so schnell sind, die Möglichkeit, was zu gewinnen. So, und wo sieht hier so ein Segment aus? Wir schalten mal um auf das Downhill-Segment am 2. Tag. Das kommt nach dem Uphill-Segment.
Ganz einfach, gell? Das heißt, ihr lauft und dann kommt da vorne ein Schild, auf dem steht Segment Beginn. Und unten ist es auch noch auf dem Boden mit Kreidespray markiert. Und dann startet hier als Beispiel das Downhill-Segment am zweiten Tag. Und dann kommt eben darauf an, dass man in diesem Segment hier Servus, Vollgas gibt. Alles raushauen. Die Kurven mitnehmen. Das ist zum Einrollen ganz cool, weil es nicht ganz so technisch ist. Wichtig ist Kraft sparen für den zweiten Abschnitt des Segments. Dann kommt man ganz schön aus der Puste. So, wir schalten um. Wie auf der Streif, wenn der Hermann Mayer unterwegs ist. So. Wichtig ist auch, wenn man weiß, man ist ein guter Downhill-Läufer. Das ist vielleicht in dem Bergaufsegment am Anfang zu schonen oder allgemein zu schonen und dann nur auf das Downhill-Segment konzentrieren und sagen, jetzt gebe ich da Vollgas. Oder im Flachen. Oder. Weil jetzt kommt der zweite Abschnitt. Servus. Das sind alles schon die Fans. Die warten auf euch. Die campen hier oben. Bis zum Trailrate. Die haben Bock. Und ihr hoffentlich auch. So. Jetzt geht die Party richtig los. Zack. Und rein ins Getümmel. Oh. Matschepampe. Noch kurz was zur Erholung. Und jetzt geht die wilde Fahrt ab. Zack. Ist da noch alles ausmarkiert, dass keiner falsch abbiegt. Denn hier den Schwung nutzen und rechts rum. Piu. Oh, Mann, ist das anstrengend. Hier hat der Regen die letzten Wochen ganze Arbeit geleistet. Und das Ding hier so ausgewaschen. Wahnsinn. So. Vielleicht probieren die Kurven auszufahren hier. Schön reintreiben lassen. In die Steilkurven. Zack, jetzt wird es hier wieder technisch. Und die schmale Rinne. Da passt gerade mal ein Fuß neben den anderen. Wow. Zack. Dann kommt die Lichtung. Rechts halten am besten. Zack. Und dann. Scheiße, alles dran. Also, bisschen Humpel die Pumpel. So läuft's beim Trail Rage. Schön abgefangen, langsam machen. Wir sehen uns im Oktober. Und denkt dran, in dem Startpreis für Samstag und fürs Wochenende ist das Essen mit drin.
Also, wir sehen uns. Ciao, ciao. So, bin gleich wieder im Auto. Laufen geht. Könnte besser sein, aber passt schon. Jacke ist halt Schrott. Ja? Schönes faustgroßes Loch im Rücken. Top. Hat sich gelohnt. Aufpassen, Leute. Beim Laufen. Das ist nicht gefährlich, was wir machen. Man muss halt nur aufpassen. Und filmen, labern und laufen. Ja, könnte eins zu viel gewesen sein. Ja? Selbst schuld auch. Also, wir sehen uns im Oktober beim Trail Raid. Und jetzt anmelden. Anmelden! Ciao.